Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserer Online-Ausbildung. Ich begrüße euch wieder recht herzlich. Heute zum Thema tragbare Leitern. Allerdings möchte ich vorher noch ein paar Worte zu unserer Ausbildung sagen. Und zwar haben wir eigentlich geplant, so langsam wieder mal in eine Praxisausbildung einzusteigen. Dazu dachten wir heute einen Theorieteil eben zum Thema tragbaren Leitern. Und in den nächsten Wochen dann in Kleingruppen eine praktische Ausbildung durchzuführen. Leider steigen ja momentan die Zahlen wieder, also kann ich euch nicht versprechen, dass das alles so klappt, wie wir uns das vorstellen. Unser Plan ist eigentlich, dass ihr heute im Laufe des Abends noch eine Gruppeneinteilung bekommt, wo jeder von euch in einer festen Ausbildungsgruppe eingeteilt ist und der jeweilige Gruppenführer dann mit euch Termine ausmacht, wann ihr dieses heute theoretisch behandelte Thema in der Praxis umsetzt. Wie gesagt, wir müssen schauen, wie die Zahlen weitergehen, ob wir das wirklich so durchziehen können. Schön wäre es. Wir bitten euch, die Ausbildungsgruppen auch einzuhalten. Also selbst wenn ihr an einem Termin für eure Gruppe nicht könnt, bitte nicht bei der anderen Gruppe mit dranhängen. Wir wollen einfach vermeiden, dass wir hier eine Durchmischung bekommen und uns gegenseitig hier anstecken. Von daher bitte haltet diese Gruppeneinteilung ein. Wie gesagt, ob es klappt oder nicht, erfahrt ihr dann kurzfristig von eurem Gruppenführer. Ansonsten wollen wir natürlich so weitermachen wie bisher. Wir bieten Online-Ausbildungen an. Das ist auf alle Fälle möglich, praktisch, soweit es geht. Auch hier laufen schon Verhandlungen. Wir wollen uns hier noch ein bisschen besser aufstellen und vielleicht wissen wir in den nächsten Tagen mehr und können sagen, dass wir da noch präsenter sein können in der Online-Ausbildung. Aber da will ich noch nicht zu viel verraten. Das steht alles noch ein bisschen in den Sternen. So, damit ist mein Part eigentlich für heute schon wieder erledigt. Ich wünsche euch wieder viel Spaß. Gerne hinterher Kritik und Anregungen. Was können wir besser machen? Was vermisst ihr? Wir sind für jeden Tipp dankbar. Dann übergebe ich euch jetzt an Philipp, der das in bekannter Qualität heute durchführt. Viel Spaß dabei. Ja, hallo auch von meiner Seite. Bernhard, vielen Dank. Herzlich willkommen zu unserem Thema tragbare Leitern heute. FED V10 steht schon drüber. Bevor ich anfange, von meiner Stelle auch mal nochmal vielen Dank an Thorsten, an Marcel und natürlich an Bene, die auch heute wieder dafür sorgen, dass das Ganze funktioniert und ja, dass wir hier online sind. Gut, ich fange heute mal wieder ein klein wenig reißerisch an. Warum beschäftigen wir uns mit dem Thema tragbare Leitern überhaupt? Ihr seht jetzt da ein bisschen spektakuläres Bild. Es brennt ein klein wenig und der gute Mann hier oben hat offensichtlich ein kleines Problem. In seiner Wohnung bekommt er keine Luft mehr und der hängt quasi an der Fassade. Das ist eine Situation, die wird vermutlich keiner von uns jemals sehen. Wenn wir sie aber jemals im Leben erleben, dann hoffen wir doch, dass wir mit der umgehen können und den da oben runterholen können, bevor der runterfällt oder springt oder was auch immer. Und die Frage, die ich jetzt einfach mal darüber geschrieben habe, ist, habe ich, wenn ich da als erstes LF ankomme und nicht direkt eine Drehleiter dabei ist, habe ich da die Möglichkeit, auf eine Drehleiter zu warten oder muss ich da sofort tätig werden? Das ist mal das Erste. Aber wir setzen jetzt noch ein paar drauf. Ich habe euch ein paar Videos mitgebracht und das Erste geht jetzt direkt los. Ihr seht, blaue Lichter, Feuerwehr Leipzig steht hinten drauf. Das ist ein Einsatz, der ist noch gar nicht so lange her, 2018. Und ihr seht, natürlich filmt mal wieder jemand. Eine Person seht ihr direkt jetzt hier. Die steht hier auf dem Fenstersims und es kommt dichter Rauch auf jeden Fall aus dem Gebäude. Wir gucken uns jetzt nicht das ganze Video 19 Minuten an. Seht hier auf der Seite kommt schon die erste Drehleiter an die Einsatzstelle. Und hier unten wird schon die erste Steckleiter vorbereitet. Und wenn ihr euch das Ganze anschaut, Berufsfeuerwehr Leipzig, zählt mal durch, wie viele Leute sich da gerade mit der Steckleiter beschäftigen, wie viele Leute da drumherum stehen. Und mit dieser Steckleiter wollen die jetzt quasi diese eine Person hier oben retten. Jetzt gucken wir aber mal ein bisschen weiter. Geht es hier wirklich nur um eine Person? Jetzt springe ich mal ein kleines bisschen durch das Video. Das mache ich jetzt noch ein paar Mal. So, jetzt sind wir schon
an der anderen Seite vom Gebäude. Auch hier sitzt eine Person auf dem Fenstersims. Sieht jetzt nicht ganz so dramatisch aus wie bei der ersten, aber auch die wird schon über Steckleitern gerettet. So, dann gehen wir nochmal ein kleines bisschen weiter und gehen an die Ecke zurück, an der wir gerade schon waren. Das ist jetzt wieder die Hausecke, die wir gerade gesehen haben. Da war gerade noch eine Steckleiter und plötzlich wird da eine Schiebleiter in Stellung gebracht. Anscheinend, also entweder sind die zu der Person nicht hingekommen, war zu kurz, oder da oben sind weitere Personen aufgetaucht. Ich würde sagen, die war schlicht und einfach zu kurz. Und jetzt seht ihr, die Leiter wird in Stellung gebracht. Geht relativ flott, würde ich sagen. Und jetzt steigt da eine Person nach oben und hier oben kann jemand gerettet werden. Gehen wir noch ein bisschen weiter. Ich springe jetzt mal auf 4 Minuten. 4 Minuten dauert das Video jetzt schon. Jetzt seht ihr hier an der Stelle steht eine Hubarbeitsbühne der Feuerwehr. Steht senkrecht. Und jetzt hier überall sind natürlich Oberleitungen von der Straßenbahn, vermute ich jetzt einfach mal im Bild. Also 4 Minuten dauert das Video jetzt schon. Die Feuerwehr ist schon dort. Und die Hubarbeitsbühne ist definitiv noch nicht am Gebäude. Hier unten seht ihr, wird schon Sprungretter aufgebaut. Und jetzt sieht man so langsam mal, das sieht doch wirklich dramatisch an der Stelle aus. So, jetzt gehen wir noch mal ein bisschen weiter. 5 Minuten 30. 1 Minute später. Die Hubarbeitsbühne ist immer noch nicht an dem Fenster, um die zu rettende Person zu retten. Gehen wir noch mal ein bisschen weiter. 6 Minuten 30. So, jetzt sind wir doch mal so weit, dass die Hubarbeitsbühne die erste Person an dem Fenster rettet. Die erste Person. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich bilde mir ein, in einem Text gelesen zu haben, dass insgesamt 18 Personen von der Feuerwehr aus diesem Gebäude an den Fenstern gerettet wurden. Und jetzt schaut mal, hier oben fuchtelt jetzt jemand mit der Taschenlampe rum. Da oben stehen noch mal ganz andere Leute. Um die Leute müsste sich eigentlich die Hubarbeitsbühne und die Drehleiter kümmern. Da kommst du mit einer tragbaren Leiter definitiv nicht mehr hin. Das heißt, vielleicht müsste ich da drüben aber noch mit einer tragbaren Leiter arbeiten. Also, wir sind uns sicherlich einig, das ist eine extrem dramatische Situation. Das geht jetzt noch weiter. Die zwei Leute hier oben, das geht so weit, bis die in das Sprungpolster springen, wirklich absolut verzweifelt. Einfach nur mal ein paar Eindrücke. So, jetzt machen wir noch mal eins weiter und setzen noch mal einen kleinen drauf oder vielleicht auch einen größeren. Das ist jetzt im Nachbarland in Paris. Das Video ist schon ein bisschen älter. Ist jetzt kein ganz so großes Gebäude. Da unten brennt es lichterloh, scheint irgendein Geschäft zu sein. Und irgendwie ist der Rauch in das ganze Gebäude gezogen. Das heißt, hier stehen Leute an den Fenstern. Und wenn wir uns das anschauen, ich glaube, wir sind uns einig, die sind definitiv in akuter Lebensgefahr. Die stehen hier alle draußen, die bekommen keine Luft mehr. Das ist dicker, schwarzer, grauer Rauch. Also das ist wirklich absolut lebensgefährlich. Und jetzt, wenn ihr euch das Ganze noch ein paar Sekunden geduldet, kommt ein Schnitt. Und jetzt ist die Feuerwehr vor Ort. Die Pariser Feuerwehr hat einen sehr guten Ruf. Und ihr seht, im Endeffekt, die arbeiten jetzt gleich mit mehreren Leitern. Die holen jetzt die Leute aus den oberen Stockwerken, wo sie mit den tragbaren Leitern nicht oder schwierig hinkommen, jetzt als erstes mal mit der Drehleiter. Und in den unteren Stockwerken arbeiten die hier, weiß nicht, ob die die gleichen Leitern haben, mit einer Steckleiter. Die arbeiten als Berufsfeuerwehr auch dann noch mit der Hakenleiter, damit kommen sie noch weiter. Also im Endeffekt, hier geht es wirklich um Leben und Tod, muss man ganz klar sagen. Das Ganze habe ich euch jetzt einfach mal gezeigt, ein wenig überdramatisiert, muss ich zugeben. Wie kriege ich jetzt die Kurve zu der trockenen FWD V10? Ich versuche es einfach mal. Warum zeige ich euch das? In diesem Ausmaß mag euch das im Leben nie begegnen. Aber vollkommen egal, ob wir jetzt in Marktheidenfeld sind, ob wir in Leipzig sind oder ob wir beispielsweise in Altfeld-Michelried zimmern oder irgendwo sind. Es kann uns immer begegnen, dass wir zu irgendeiner Tages- und Nachtzeit an ein Gebäude kommen, wo es so raucht, wo Personen an den Fenstern stehen, die in akuter Lebensgefahr sind. Und meine Botschaft an euch soll einfach sein, in dem Moment, wo euch das passiert, dann muss das sitzen. Also wenn in dem Moment das Thema Leitern nicht funktioniert, dann ihr seid nervös, Adrenalin ist hoch, das passiert einem ja auch nicht jeden Tag. Das muss man wirklich geübt haben, dass es in genau dieser Situation dann wirklich funktioniert. Und das ist unser Ziel. Heute machen wir die trockene Theorie dazu. Da geht es um die FWD V10, um die tragbaren Leitern. Ich habe jetzt erstmal die Gliederung hier mitgebracht.
Am Anfang werden wir uns ein bisschen über allgemeine Sachen zum Thema Leitern unterhalten, auch zum Beispiel Kommandos, Einsatzgrundsätze, dann am Schluss nochmal steigen und einsteigen, wie wir das Ganze machen. Und dann ist in der FWD V10 auch, gibt es quasi für jede Art der Leiter, die wir in der Feuerwehr haben, einen eigenen Bereich. Und da wollen wir jetzt durch die für uns wichtigen Bereiche heute einfach mal durchgehen. Das, wie gesagt, das wird definitiv trockener, wie wenn wir uns das auf dem Hof anschauen. Was ich euch damit aber zeigen will, ist, alles, was wir sonst immer zusammen üben, ist wirklich Schritt für Schritt da drin geregelt. Diese Feuerwehrdienstvorschrift 10 ist auch vor kurzem, nämlich im November 2019, neu aufgelegt worden. Die ist wirklich komplett überarbeitet worden. Ist zum Beispiel mit neuen Bildern versehen worden und zum Beispiel ist auch die Multifunktionsleiter dazugekommen. Die war davor in der alten FWD V10 überhaupt gar nicht drin und auch das wollen wir uns heute mal anschauen. Ja, nochmal die Frage, warum brauchen wir denn so eine Feuerwehrdienstvorschrift? Das kann doch auch jeder für sich üben und bekommt man sicherlich auch hin. Ja, mag sein, aber das Wichtige bei der Feuerwehr ist immer, wir müssen zusammenarbeiten. Zum einen, wir sind eine freiwillige Feuerwehr, es wird in der Regel immer zumindest eine leicht unterschiedliche Mannschaft auf den Fahrzeugen sein, es sind selten immer die gleichen. Auf der anderen Seite müssen Feuerwehren zusammenarbeiten und es kann uns durchaus mal passieren, dass wir so eine Steckleiter dann auch mit anderen Feuerwehren zusammen aufstellen müssen oder auch eine Schiebleiter. Und zum anderen muss man auch schlicht und einfach sagen, wir nennen das immer Standardisierung, es geht um das Thema Schnelligkeit. Wenn das sitzt, wenn das jeder gleich macht, wenn wir das nachts um drei mit verbundenen Augen können, wollen, dann muss das irgendwo einheitlich geregelt sein. Und wir müssen es auch immer gleich üben, damit es auch immer gleich gemacht wird. So, dann fangen wir doch mal mit der allgemeinen Definition an. Was sind denn überhaupt tragbare Leitern? Das wird jetzt relativ einfach. Das sind Leitern, die auf Feuerwehrfahrzeugen mitgeführt werden. Die werden an der Einsatzstelle von der Mannschaft vom oder aus dem Fahrzeug entnommen und an die vorgesehene Stelle getragen. Das ist jetzt auch nicht so das Geheimnis. Und tragbare Leitern gehören zu der Gruppe der Rettungsgeräte. Also in erster Linie sind die dafür da, um Menschenleben zu retten. Wie kann ich tragbare Leitern einsetzen? Na, geht's weiter? Ich kann die einsetzen als Rettungsweg, Angriffsweg und Hilfsgerät. Rettungsweg ist das, was wir gerade gesehen haben. Ich stelle eine Leiter hin, ich gehe da hoch und bringe eine Person oder mehrere Personen aus dem Gefahrenbereich. Angriffsweg, ich kann natürlich auch als Angriffstrupp über eine tragbare Leiter vorgehen und das Feuer zum Beispiel bekämpfen. Und dass man tragbare Leitern als Hilfsgerät einsetzen kann, ist, denke ich, auch jedem bekannt. Bestes Beispiel, die Bockleiter, um über einen Zaun drüber zu kommen, ist in der FWD V1 dann nochmal genauer beschrieben. Welche Leitern gibt es? Werden wir gleich noch sehen. Es gibt die Steckleiter, die dreiteilige Schiebleiter, die Hakenleiter, die Klappleiter und die Multifunktionsleiter. Die sind nicht nur in der Feuerwehrdienstvorschrift mit drin, sondern die sind natürlich auch, wir sind in Deutschland und Europa, genormt. So, jetzt kommen wir zu dem ersten Bildchen, was sich in der neuen Feuerwehrdienstvorschrift geändert hat. Ich kann euch aber beruhigen, ich zeige euch auch gleich nochmal das alte. Wie weit komme ich jetzt mit solchen tragbaren Leitern? Das hat natürlich seine Grenze. Eine Klappleiter, auf die werden wir heute gar nicht groß eingehen. Ich denke, das kriegt jeder hin. Damit kommen wir ins Erdgeschoss. Dann seht ihr hier die Hakenleiter. Da heißt es immer so schön, da ist oben überhaupt keine Rettungs- oder Arbeitshöhe definiert. Die Rettungshöhe von einer Hakenleiter ist durch die Gebäudehöhe begrenzt. Das heißt, ich kann da immer weiter hochsteigen. Ich komme nachher nochmal dazu. Die ist bei uns schlicht und einfach nicht in Verwendung. Das ist ein ganz heißes Eisen. Dann die vierteilige Steckleiter. Ist hier 7 Meter angegeben. Und damit komme ich, seht ihr jetzt hier, ins zweite Obergeschoss. Dann ist hier die Multifunktionsleiter angegeben. Aber, kleiner Haken, das sind 2 Multifunktionsleitern, die zusammengesteckt sind mit einer Verlängerung. Kommen wir nachher auch nochmal dazu. Und auch damit komme ich ins zweite Obergeschoss. Und dann die Königsdisziplin, die Schiebleiter, mit der komme ich bis ins dritte Obergeschoss. Ins vierte dürfte sie in der Regel nicht komplett reichen. Es sind überall die Rettungs- und Arbeitshöhen genannt. Das ist gut, wenn das jemand weiß. Wichtig ist aber zumindest, bis in welche Stockwerke komme ich damit. Und da ist es auch wieder wichtig, es kommt drauf an. Es gibt auch unterschiedliche Stockhöhe. Es gibt Altbauten, es gibt Zwischengeschosse. Manchmal fange ich schon im Keller an. Also man muss immer überlegen, habe ich jetzt den Standardfall, wie hoch komme ich wirklich mit meiner Leiter?
Und wie ihr es vorhin gesehen habt, wenn ich mich da verschätze, verliere ich gegebenenfalls auch wertvolle Zeit. Wie ich schon angedroht habe, auch nochmal die andere Darstellung. Hier sind nämlich auch nochmal die einzelnen Steckleiterteile dargestellt. Und hier zweiteilige Steckleiter 3,70 Meter und die vierteilige Steckleiter 7,20 Meter. Was soll dabei bei euch hängen bleiben? Wenn ich ins erste Obergeschoss will, brauche ich mindestens mal zwei Steckleiterteile. Manchmal auch drei Steckleiterteile, das kommt immer so ein bisschen drauf an. Wenn ich ins zweite OG will, dann reichen mir vier Steckleiterteile, beziehungsweise dann brauche ich alle vier Steckleiterteile. Und ich kann genauso gut aber auch mit den Multifunktionsleitern arbeiten. Dann sind es allerdings zwei Multifunktionsleitern mit Aufsteckteil. Also wir schauen es uns nachher an, das wird schon ein bisschen aufwendiger. Und mit der dreiteiligen Schiebleiter, die größte tragbare Leiter, die wir in der Feuerwehr haben, komme ich maximal bis ins dritte Obergeschoss. Also einfach mal zur Information noch, gehört natürlich nicht zu den tragbaren Leitern. Ein Sprungretter, wie wir ihn normalerweise auf den Feuerwehrfahrzeugen haben, bei uns auf der Drehleiter, das ist ein SP16, also maximale Rettungshöhe 16 Meter, das ist ungefähr das fünfte Obergeschoss. Und dann sollte ich da auch nicht mehr reinspringen und unter uns gesagt, fünftes Obergeschoss, da muss einem der Arsch schon ganz schön brennen, dass ich da reinspringe. Und dann, wo dann auch Ende für unsere Drehleiter ist, ist das siebte Obergeschoss, beziehungsweise Fußbodenhöhe heißt normalerweise 22 Meter. Warum Fußbodenhöhe 22 Meter? Eine Drehleiter hat eine netten Rettungshöhe von 23 Metern, eine genormte. Und das ist, ich bin jetzt nicht der absolute Experte, ich glaube, es heißt die Hochhausgrenze. In dem Moment, wo ich jetzt höher gehe als diese 22 Meter, dann muss ich besondere bauliche Maßnahmen umsetzen, um quasi einen zweiten Rettungsweg sicherzustellen. Also, ihr werdet feststellen, in Marktheidenfeld ist das das Maximum, was wir haben. So, dann schon angedroht, es geht weiter mit den einheitlichen Sachen zum Thema Leitern, Kommandos. Die FWD V10 regelt eigentlich die Kommandos, die beim Entstellen bringen und Zurücknehmen der Leiter, nicht nur der Steckleiter, zu benutzen sind. Was ich jetzt als erstes mal sage, was ich für wichtig erhalte, ist, dass der Truppführer des beauftragten Trupps immer das Kommando hat. Da kommen wir nachher nochmal dazu. Also es gibt ja immer einen Befehl, das heißt dann Angriffstrupp zur Menschenrettung über die Steckleiter ins zweite Obergeschoss vor, Melder unterstützt und so weiter. Also der Trupp, der den Auftrag bekommen hat, wirklich dann etwas zu tun, die haben dann auch im Endeffekt das Kommando. Und das Wichtige ist, dass er dieses Kommando dann tatsächlich auch ausübt. Da ist nämlich kein Gruppenführer dabei, beziehungsweise da sollte kein Gruppenführer dabei sein müssen. Das ist wirklich Aufgabe vom Truppführer. Und diejenigen, die letztes Jahr bei der Truppführerprüfung dabei waren, die wir gemacht haben, die werden es bestätigen können. Ich sage immer, das ist die Königsdisziplin vom Truppführer, deswegen wird es in dieser Prüfung auch gemacht, weil da hat man tatsächlich den Befehl als Truppführer über mindestens drei Personen, manchmal sogar zwei Trupps. Der sagt übrigens auch, wie viele Steckleiterteile benötigt werden. Das ist eigentlich nicht Aufgabe des Gruppenführers, das heißt, der Truppführer muss auch diese Rettungshöhen wissen. Also, das ist keine Ausbildung für Gruppenführer, die wir gerade machen. So, jetzt bin ich schon eins weiter marschiert aus Versehen. Leitervorname, Leiterrücknahme, da gibt es Kommandos wie Leitermarsch, Leiterhalt, Leiterab. Ist alles schön und gut, könnt ihr euch gerne merken, wenn ihr die verwenden wollt, verwendet sie gerne, ist auf jeden Fall gut. Wichtig ist, macht eindeutige Kommandos, das ist das, was hängen bleiben soll, sonst funktioniert das Ganze nicht. Dann zum Thema Einsatzgrundsätze, da kommen jetzt einfach ein paar Folien, ich habe so ein bisschen versucht, das zu ordnen, was da inhaltlich für mich zusammengehört. Erstens mal, wenn ich eine Leiter aufstelle, brauche ich einen geeigneten Untergrund. Kein geeigneter Untergrund ist zum Beispiel irgendeine Kiste, ein Steinstapel oder dass ich eine Leiter auf irgendwelche Tische draufstelle. Ist, denke ich, eigentlich selbstverständlich. Ist aber auch in der FWD V10 explizit so, steht das so drin. Was auch wichtig ist, es soll kein glatter oder weicher Untergrund sein, schlicht und einfach, die Leiter darf ja nicht wegrutschen oder einsinken, weil dann bringen wir uns selbst in Gefahr. Leiter müssen immer gesichert werden, vor allem auf Verkehrswegen oder im Bereich, wo eben Straßenverkehr herrscht, müssen sie gegen Umstoßen und Verschieben gesichert werden. Es muss auf jeden Fall verhindert werden, dass jemand das Ding umrennt,
zusammenfährt oder irgendwas, wenn wir das im Einsatz benutzen. Und ich muss es gegen Umfallen, Wegrutschen und Einsinken sichern. Das ist hier oben im Endeffekt auch schon mit drin. Weitere Einsatzgrundsätze. Leiter muss beim Steigen immer gesichert werden. Das ist absolut essentiell. Das werden wir nachher nochmal sehen. Das heißt, es steigt niemals jemand auf eine Leiter, ohne dass die nicht an irgendeiner Stelle von einem anderen Feuerwehrler gehalten wird. Sie muss auch immer an einem sicheren Auflagepunkt angelegt werden. Und der Leiterüberstand, wenn ich die Leiter benutze und wenn ich übersteigen möchte, muss mindestens 1 Meter, was im Endeffekt 3 Sprossen sind, betragen. Und hier kommt jetzt was ganz Besonderes ins Spiel, weil man ja immer gesagt hat, naja, wir brauchen ja mindestens diesen Überstand von 3 Sprossen, wenn ich jetzt in ein Fenster steigen will. Die FEDV 10 sagt jetzt ganz eindeutig, wenn gleichwertige Möglichkeiten zum Festhalten vorhanden sind, kann ich darauf verzichten. Und dazu gehören auch Geländer oder Fensterleibungen. Also eigentlich in dem Moment, wo ich durch ein Fenster steige, kann ich definitiv sagen, brauche ich diesen Überstand von 3 Sprossen nicht, weil ich kann mich immer irgendwo an der Fensterleibung, an einer Zwischenstrebe oder irgendwas festhalten und das ist dann ganz genauso gut. Also könnt ihr euch merken. Leitern dürfen nicht über den Auflagepunkt hinaus bestiegen werden. Bestes Beispiel, ich habe irgendwie einen Gebäudebrand, ich lege meine Leiter an eine Garage, die ist 3 Meter hoch, ich will aber auf 5 Meter hoch steigen, das ist nicht zulässig und so nebenbei, das wird auch schief gehen, ihr werdet da oben runterfallen. Und ganz wichtig, eine Leiter darf nie ohne Befehl entfernt werden. Ich war so frei, da noch ein Wort hinzuzufügen, qualifizierten Befehl. Es kommt immer darauf an, von wem dieser Befehl kommt. Es kann nicht sein, dass irgendjemand sagt, ey, benutzt mal die Leiter, die brauchen wir jetzt an der Stelle. Also es muss schon klar sein, dass derjenige auch weiß, was mit dieser Leiter anzufangen ist oder ob die da wirklich noch gebraucht wird. Dann nochmal ein Sonderpunkt. Was muss ich denn beachten, wenn ich Wasser von einer tragbaren Leiter abgebe? Im Endeffekt, bevor ich jetzt das zeige, ist eigentlich relativ einfach gesagt, ich muss einfach aufpassen, dass mich der Wasserstrahl nicht von der Leiter wirft. Darum geht es im Endeffekt. Das heißt, die Leiter muss am Leiterkopf befestigt sein. Das heißt, ich muss an irgendeiner Stelle muss ich die Leiter wirklich festbinden können. Dazu brauche ich Knoten und Stiche. Das ist heute nicht das Thema. Auch das müsst ihr beim Thema Leitern auf jeden Fall können. Dann muss der Strahlrohrführer zusätzlich mit dem Feuerwehrhaltegurt an der Leiter oder an einem Festpunkt gesichert sein. Das heißt, nicht nur die Leiter darf nicht umfallen, der Strahlrohrführer darf auch nicht von der Leiter runterfallen können. Das Ganze ist maximal mit einem C-Strahlrohr zulässig. Jeder, der im Einsatz schon mal ein B-Strahlrohr gehalten hat, wird zustimmen, dass man das auf einer Leiter auch einfach nicht halten kann. Und die Wasserabgabe soll maximal im Winkel von 15 Grad erfolgen, schlicht und einfach, damit die Leiter nicht seitlich umfällt. Ansonsten ist es zu viel. Eine ähnliche Regel gibt es übrigens auch bei der Drehleiter. Auch da kann ich seitlich nicht, wie ich will, Wasser abgeben. Und man sollte ruckartiges Öffnen und Schließen des Strahlrohres vermeiden. Ja klar, ist nicht nur blöd für den Maschinisten, sondern auch für denjenigen, der da oben steht. Sonst fällt er auch wieder runter. Und auf Leitern dürfen keine Schlauchleitungen verlegt werden oder an ihnen befestigt werden. Das ist was, was, denke ich, nicht in allen Köpfen drin ist. Wenn ich eine Leiter über, andersrum, wenn ich eine Schlauchleitung über eine Leiter vornehmen möchte, dann ziehe ich die immer hoch und binde die dann an irgendeinem Geländer oder irgendwas fest und mache sie nicht an der Leiter selbst fest, schlicht und einfach, ich brauche die Leiter ja wieder. So, was in der FEDV 10 auch drin ist, wie gehe ich denn bei den Leitern mit elektrischem Strom um? Da steht schlicht und einfach drin, ich muss die Sicherheitsabstände nach DIN VDE 0105-100 einhalten. Hört sich jetzt super an, auch das haben wir alle irgendwann mal gelernt, ich habe es hier mal mit reingenommen. Was sind denn diese Sicherheitsabstände? Bis 1000 Volt, 1 Meter, bis 110 Kilovolt, 3 Meter, bis 230, dann 4 Meter und bis 400 Kilovolt, 5 Meter. Beziehungsweise, wenn ich nicht weiß, was es ist, halte ich immer 5 Meter Abstand. Haltet euch da dran, tut im Zweifel sonst ziemlich weh. Zweites, ich muss nicht nur die Abstände selbst halten, sondern wenn ich Wasser abgebe, muss ich auch die Strahlrohrabstände einhalten. Und das sind jetzt die bekannten 1,5, 5, 10 Meter bis 1000 Volt, also bei Niederspannung, bei Sprühstrahl 1 Meter, bei Vollstrahl 5 Meter. Und wenn ich bei Hochspannung bin, also über 1000 Volt,
bei Sprühstrahl 5 Meter und bei Vollstrahl 1000 Meter. Jetzt kommt das Spannende, ist eigentlich vollkommen uninteressant mittlerweile, das gilt nämlich für CM-Strahlrohre. In dem Moment, wo wir mit Hohlstrahlrohren arbeiten, gelten die Herstellerangaben. Und da kann ich euch jetzt gar nichts zu sagen, das ist im Zweifel bei jedem Strahlrohr unterschiedlich, das müsst ihr euch bei euch in der Feuerwehr angucken. Gut, jetzt haben wir die Einsätze durch, der Einsatz ist rum, wir wollen unsere Leiter wieder verladen und nach Möglichkeit danach auch weiter benutzen. Was muss ich machen? Eigentlich wie bei allen Geräten, was wir immer bei Thema Gerätekunde sagen, ich muss die Leiter auf Verschleiß und Beschädigung prüfen, ich muss eine Sichtprüfung durchführen und zwar nach jeder Benutzung. Wenn ich dabei irgendwas feststelle, was mir spanisch vorkommt, dann muss ich die Leiter sofort der Benutzung entziehen. Das heißt, die bleibt dann auch nicht auf dem Auto, weil das ist schlicht und einfach gefährlich. Und natürlich muss die Info an den Kommandanten und an den Gerätewart gehen. Steht übrigens auch so in der Feuerwehrdienstvorschrift, ist nicht nur bei uns so gehandhabt. Und dann die Hintertür, maximale Belastung nach Herstellerangaben beachten. Also ich muss immer auch wissen, wie kann ich diese Leiter maximal belasten. Und wenn ich die überbelastet habe, auch ohne sichtbare Beschädigung, auch dann darf ich sie danach nicht mehr benutzen und muss sie der Benutzung entziehen. So, jetzt, das war die blanke Theorie. Jetzt werden wir zumindest ein klein wenig praktischer. Ich denke, dieses Bild hat jeder schon mal gesehen oder hat es zumindest geübt. Das hoffe ich zumindest. Es heißt ja immer, eine Leiter soll in einem Anstellwinkel von 65 bis 75 Grad angestellt werden oder benutzt werden. Das ist wichtig, damit es nicht zu steil ist oder zu flach. Wie überprüfe ich das? Ich nehme die Leiter zwischen meine Füße, strecke den Arm seitlich aus und dann habe ich im Endeffekt den Winkel von der Leiter so grob eingeschätzt. Dann kommt das Thema Steigen und Einsteigen. Das habe ich vorhin schon gesagt. Der Trupp sichert sich beim Steigen einer Leiter immer gegenseitig. Ausnahme ist die Schiebleiter, da komme ich nachher noch dazu. Da muss nämlich immer noch ein weiterer Trupp zusätzlich sichern. Was heißt, sichert sich gegenseitig? Der Truppführer, das ist ja derjenige, der eigentlich die bessere Ausbildung haben muss. Das heißt, der soll Gefahren einschätzen können, auch das Thema von der Truppführerausbildung. Deswegen steigt er zuerst und guckt sich erstmal an, was wartet denn da oben auf mich. In der Zeit steht hier hinten der Truppmann und sichert die Leiter und der Führer steigt. Wenn der Führer dann oben steht, dann sichert er den Leiterkopf und der Mann steigt nach. Also so sieht das Ganze im Endeffekt aus. Natürlich habe ich auch die Möglichkeit, das Ganze, die Leiter jetzt oben fest zu sichern mit einem Schlauchseilhalter oder eben mit meiner Leiter, aber sie muss auf jeden Fall gesichert sein. Vorteil, wenn ich das mit einer Feuerwehrleine mache, dann trägt mir die Leiter keiner mehr weg, wenn ich da oben bin. Gut, dann kommen wir zu dem Thema Steigen. Kurz gesagt, Arsch an die Leiter, also der Körperschwerpunkt soll möglichst nahe an der Leiter beim Steigen sein. Die Sprossen sollen immer im Klammergriff umgriffen werden, bedeutet, ich muss auch mit dem Daumen drumherum greifen. Schlicht und einfach, ich muss das Ding möglichst fest haben, damit ich da nicht runterfall. Und ich soll möglichst gleichmäßig und schwingungsfrei steigen. Ich weiß nicht, ob ihr es noch in Erinnerung habt, das Video, was man ganz am Anfang gesehen habt. Das ist jetzt bei zweiteiliger Steckleiter vielleicht noch nicht so kritisch. Wenn ich aber auf der dreiteiligen Schiebleiter ganz oben stehe, dann überlege ich mir schon, ob ich jetzt wirklich da wackeln will und die Leiter in Schwingung bringen will. Also immer je nachdem, was ich benutze. Und dann, wie komme ich denn von der Leiter jetzt in mein Gebäude rein? Das ist ja dann eigentlich meistens das Ziel. Die Standardvariante ist, ich steige seitlich über. Und das ist das, was hier das Bild darstellt. So nebenbei, ich glaube, ich habe es am Anfang nicht gesagt, alles, was hier drin steht, ist im Endeffekt 1:1 aus der Feuerwehrdienstvorschrift. Ich mache heute Abend nichts anderes, als das vorzulesen und habe es hier reinkopiert. Das heißt, auch das Bild ist aus der Feuerwehrdienstvorschrift. Ich gehe einmal im Reitersitz auf die Fensterbrüstung, hat den Vorteil, dass ich dann auch mit meinem Fuß prüfen kann, trägt denn der Boden daneben dran noch? Da habe ich jetzt vielleicht in dem Fall keinen Zweifel dran, wenn es in dem Gebäude brennt, kann ich mir das vielleicht schon mal überlegen, ob das noch trägt. Und ich halte mich dabei an den Sprossen und der Fensterleibung fest. Dann haben wir vorhin gesagt, ich muss nicht diesen Überstand von dem Meter haben, wenn ich eine Alternative zum Festhalten habe. Und das ist genau jetzt hier die Fensterleibung. Da kann sich der Kollege dran festhalten. Er steigt über den Leiterkopf ein. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, dass ich
seitlich die Leiter anstelle, dann könnt ihr euch aber vorstellen, wenn ich das seitlich in das Fenster rein will, dann kriege ich natürlich eine Kraft auf die Seite, auf die Leiter, und deswegen muss die Leiter in dem Fall durch zwei Feuerwehrler durch, also gegen Verrutschen gesichert werden. Auch wieder, damit die Leiter und ich nicht da oben runterfallen. Gut, der allertrockenste Teil ist geschafft. Jetzt kommt hoffentlich der ein wenig weniger trockene Teil. Wir fangen an mit der Steckleiter. Was ist der Vorteil von der Steckleiter? Naja, die Steckleiter ist eigentlich die Standardleiter, die auf allen Löschfahrzeugen verladen ist, also auch auf den TSFs und TSFs-Ws, wie sie auf manchen Ortschaften verhalten sind, sind immer Steckleitern drauf, manchmal zwei Teile, manchmal auch vier Teile. Ein sehr großer Vorteil ist, dass ich eine sehr geringe Aufstellfläche habe. Da kommen wir nachher auch nochmal dazu. Es gibt nämlich eine Methode, wie ich das auf engstem Raum aufbaue. So eng habe ich überhaupt gar keine Möglichkeit, irgendwas aufzubauen in Sachen Leiter oder Rettungsgerät. Auch was gerade in den Städten ein Thema ist, wenn ich durch irgendwelche Innenhöfe durch muss, vielleicht sogar durch einen Hausflur durch, dann kann ich die Leiter auseinandernehmen und habe eine wirklich kleine Transportgröße. Also ich komme damit fast überall hin. Und jetzt kommt das Thema Rüstzeiten. Wir wollen mal wieder ein bisschen interaktiv werden. Der Thorsten sitzt schon bereit. Ich würde euch bitten, mal abzuschätzen, wie lange dauert es denn, also offiziell, oder wie lange dauert es denn eurer Meinung nach, bis ich eine Steckleiterentstellung habe? Wie lange dauert es denn, bis ich eine Drehleiterentstellung habe? Und wie lange dauert es, bis ich eine Sprungretterentstellung habe? So, gucken wir mal. Ach ja, das Ganze übrigens im Chat logischerweise. Da sitzt der Thorsten und wartet, noch schüttelt er mit dem Kopf. Bis jetzt sehe ich noch nichts. Traut euch, wie lange soll es dauern, bis eine Steckleiter wirklich in Stellung ist? Wie lange denkt ihr, dass eine Drehleiter braucht? Und wie lange dauert es, einen Sprungretter in Stellung zu bringen? Traut sich heute keiner? Traut sich keiner oder guckt heute keiner zu? Es traut sich, glaube ich, keiner. Oder es muss erst gegoogelt werden, kann auch sein. Gut. Googeln ist gar nicht so einfach, von daher, ich habe auch ein bisschen gebraucht. Deswegen hat auch keiner eine Antwort. Kleinen Moment, warten wir noch, kommt immer noch nichts. Schade. Eine Antwort haben wir vom Alex. Steckleiter circa 3 Minuten. Okay, 3 Minuten. Hört sich, ja. Steckleiter 3 Minuten, würde ich sagen, dann üben wir das Ganze noch ein bisschen. 4 Minuten haben wir jetzt, wer bietet mehr? Bei der Steckleiter 4 Minuten, okay. Gut, dann tun wir das Ganze mal auflösen, bevor es zu öde wird. Das sind die offiziellen Rüstzeiten für Steckleiter, Sprungretter und Drehleiter. Eine Steckleiter ist offiziell innerhalb von 30 Sekunden in Stellung gebracht. Der Sprungretter braucht 30 Sekunden, bis er aufgeblasen ist. Davor muss ich ihn aber erstmal dahin gebracht haben, wo er aufgeblasen werden kann. Und die Drehleiter braucht offiziell 90 Sekunden. Jetzt haben der Christoph und ich uns vorhin unterhalten. Beim Zugführerlehrgang wird genau dieses Spielchen getrieben. Im Endeffekt werden Übungen gemacht. Und es wird tatsächlich mal verglichen, wie lange braucht denn die Mannschaft, lauter Zugführer, das heißt, die sind das nicht gewohnt, im Endeffekt, um eine Steckleiter in Stellung zu bringen, an eine Person ranzukommen, wie lange braucht die Drehleiter. Der Sprungretter ist in dem Fall nicht dabei gewesen. Also bei der Steckleiter waren wir tatsächlich bei 1,5 Minuten, nicht beim ersten Versuch, muss ich zugeben, aber haben wir hingekriegt. Und die Drehleiter hat über 4 Minuten gebraucht in dem Fall. Also die Drehleiter, die 90 Sekunden, das kommt aus dem Feuerwehrmagazin, da steht es so offiziell drin. Ich glaube tatsächlich auch, das ist nicht ganz realistisch. Und wenn man die Steckleiter in 30 Sekunden stellen, dann würde ich sagen, dann sind wir wirklich richtig gut. Also darauf können wir hinarbeiten, würde ich sagen. So, und damit es nicht ganz so trocken ist, habe ich nochmal ein Video mitgebracht. Hier oben drüber seht ihr schon, das ist unser Ziel, so soll das funktionieren. Ich habe ganz bewusst kein LFs genommen, sondern ihr werdet sehen, das ist ein kleineres Fahrzeug. Ich denke mal, das ist ein TSF, TSFW, und die haben die Steckleiterteile auf dem Dach auch nicht
quasi in Zweiergruppen verladen, sondern tatsächlich einzelne. Und dann schauen wir mal, wie die das Ganze machen. Viel Spaß. Ist eine Schauübung. Von daher natürlich fehlt das Adrenalin vom Einsatz. Die Jungs sind ganz gechillt. So, und da oben steht die Person, da soll es hingehen. Und wenn ihr euch jetzt nochmal an die Videos vom Anfang zurückerinnert, jetzt stellt euch mal vor, da oben steht jemand, der kriegt kaum noch Luft, der hat die Flammen im Rücken. Dann ist schon gut, wenn das Ganze sitzt. Also ersten zwei Steckleiterteile. Und jetzt schaut mal, wie flüssig das funktioniert. Da ist keiner dabei, der auch nur einmal umgreifen muss. Wir müssen jetzt erstmal die Steckleiterteile vormontieren. Das wäre schon mal ein Arbeitsgang, den wir uns sparen könnten. So. Jetzt sind sie so weit, wie wir am LF quasi von Anfang an wären. Die Leiter wird unter den Balkon gebracht. Und auch da wieder, die fassen an jede Leiter genau ein einziges Mal. Das Ding ist zusammen. Und ab dafür. Zack, die Leiter steht. So, und ihr seht jetzt, das finde ich auch immer sehr wichtig, die Leiter steht jetzt. Der Trupp, der jetzt quasi auf den Balkon zur Personenrettung gehen wird, die gehen jetzt auf die Leiter und die zwei bekommen jetzt schon wieder andere Aufgaben. Ist auch enorm wichtig, dass die Steckleiter unheimlich wenig Personal bindet. Beim Aufstellen 3 bis 4 Personen. Und danach wird aber direkt auch wieder ein Trupp davon frei. So, und wenn ihr jetzt mal das rausrechnet, dass ihr die Steckleiterteile noch zusammenbauen mussten, würde ich sagen, sind die 30 Sekunden überhaupt gar nicht so unrealistisch. Und jetzt bin ich mal ganz dreist. Bernhard hat vorhin gesagt, wir üben, wir machen heute die Theorie, danach kommt die Praxis. Ich würde sagen, das ist doch mal ein Ziel. Ich denke, es sind heute auch nicht nur Magdeburg-Kernler dabei. Ich denke da gerade mal an Michael Wied. Ich wünsche euch viel Spaß beim Üben. Ich gucke mir es gerne mal an, wenn das funktioniert. Gut, dann machen wir weiter. Wie haben die jetzt gearbeitet? Im Endeffekt schreibt die FEDV 10 zwei Szenarien vor, nämlich einmal die Steckleiter kann durch, ich habe es jetzt mal 3 Feuerwehrler genannt, vorgenommen werden. Im Endeffekt heißt es immer durch einen Trupp und eine zusätzliche Einsatzkraft der Feuerwehr. 3 Feuerwehrler, wer ist das normalerweise? Das ist irgendein Trupp. Meistens der Angriffstrupp und wer ist alleine, das ist der Melder, der Maschinist, kann nicht von seinem Fahrzeug weg, der Gruppenführer hat andere Themen und ein Trupp reißt sich nicht auseinander, bleibt der Melder übrig. Der Maschinist unterstützt bei der Entnahme der tragbaren Leiter, hier in Klammer, wenn nötig. Beim TSF habt ihr jetzt gerade gesehen, da war das überhaupt nicht nötig, die sind da selbst dran gekommen. Bei den normalen LFs, LF 8, die LFs, die wir hier stehen haben, brauchen wir definitiv einen Maschinisten auf dem Dach. Es werden grundsätzlich alle Steckleiterteile vom Fahrzeug genommen und zur Anleiterstelle getragen. Schlicht und einfach, wir haben es vorhin gesehen, man hat sich auch schnell mal verschätzt. Und wenn ich dann wieder von vorne anfangen muss, dann habe ich einfach zu viel Zeit verloren. Und auch da sind wir wieder bei dem Thema, immer das Gleiche üben. Wenn ich die Steckleiter vom Auto nehme, dann sollte ich alle da oben runternehmen. Dann funktioniert es auch im wirklichen Ernstfall wirklich gut und dann flutscht es. So, wie schaut das Ganze aus? Die Leiter ist auf dem Dach, der Maschinist ist oben und gibt die Leiter nach unten. Und, warum kommt da jetzt ein roter Kreis? Der ist derjenige, der das Sagen hat. Das heißt, das ist der Truppführer des beauftragten Trupps und hier hinten, das ist unser Melder. So, und der gibt die Kommandos. Wie geht es jetzt weiter? Und ich habe wirklich genau das Vorgehen aus der Feuerwehrdienstvorschrift raus kopiert. Die Leiter wird so getragen, alternativ könnte der Melder jetzt quasi noch hier vorne zwischendrin laufen, wenn ihm das lieber wird. Der Leiterfuß geht immer voraus und natürlich muss der Truppführer jetzt sagen, wo geht's hin. Also der muss sagen, wir gehen jetzt rechts rum, wir gehen links rum, wir gehen dahin, wir gehen dorthin, sonst funktioniert das Ganze nicht. Dann im nächsten Schritt, die sind unterwegs, wird die Leiter einen Schritt vor der Anleiterstelle abgelegt. Dann muss die Steckleiter zusammengesteckt werden, also die 2x2 Teile, die wir im Moment haben. Und dazu wechselt als erstes mal der Truppmann an den Leiterfuß. Dann
werden die Steckleiterteile zusammengesteckt. Das heißt, die oberen Leiterteile werden in die unteren eingesteckt. Und was ihr in dem Video vorhin von dem TSF unheimlich gut gesehen habt, ist, die packen einmal an die Leiter. Das heißt, ich packe mit der linken bzw. rechten Hand packe ich an die Schnappschlösser, bei uns heißen sie immer noch Federsperrbolzen, und mit der anderen Hand greife ich an eine Leitersprosse und schiebe die Leiter im Endeffekt rein. Da muss ich nicht dreimal umgreifen, sondern wenn das sitzt, dann spare ich mir unheimlich viel Zeit. Als nächstes, wenn ich jetzt 4 Steckleiterteile brauche, bin ich schon fertig, dann kann ich die Leiter schon aufstellen. Wenn ich 3 Steckleiterteile brauche, muss ich jetzt noch das oberste Teil abnehmen. Da gibt es jetzt keine Bilder dazu, das heißt, die müssten jetzt einfach eine Leiter weiter nach oben kommen und dann funktioniert das Ganze genau umgekehrt. Federsperrbolzen auf, das Steckleiterteil oben weg auf die Seite und dann kann ich die Leiter im Endeffekt aufstellen. Dann wird die Leiter gegen einen Festpunkt, normalerweise die Gebäudemauer, geschoben und aufgestellt. Alternativ, wenn ich zum Beispiel auf einem Balkon über mir will, dann stütze ich das Ganze am Fußpunkt mit entweder hier an der Sprosse oder eben an den beiden Holmen. Und dann richte ich die Leiter auf. Dazu wechselt jetzt der Truppführer an den Leiterfuß. Der haut jetzt hier hinten seine Füße auf den Leiterfuß und die zwei stellen die Leiter auf. Gut, das ist das Szenario, was wir uns gerade nicht angeguckt haben. Und jetzt kommt das Szenario, wir stellen die Steckleiter durch 2 Trupps auf. Und ich habe jetzt alles grau gemacht, was sich quasi nicht ändert im Vergleich zu der Variante durch 3 Feuerwehrler. Also der Maschinist unterstützt immer noch, es werden immer noch alle Steckleiterteile vom Fahrzeug genommen, aber am Fahrzeug stehen jetzt eben 2 Trupps. Und auch hier hat wieder der beauftragte Trupp das Kommando und das ist, wollen wir uns das Ganze mal anschauen, das sind im Endeffekt die Antreteordnungen. Wir haben gesagt, wir treten eigentlich grundsätzlich vor dem Fahrzeug an. Wenn wir hinter dem Fahrzeug stehen, ist es charmante. Ich muss hier überhaupt nicht umsortieren. Also dieses hektische Rumgerenne, bevor die Leiter vom Dach kommt, ist total unnötig. Im Endeffekt, hier steht der Angriffstrupp und dann entweder der Wassertrupp oder der Schlauchtrupp, die unterstützen. Die bleiben genau da stehen, wo sie sind. Muss vielleicht 1-2 Meter mich am Fahrzeug ausrichten, dass ich quasi direkt an der Leiter stehe und dann kann ich die Leiter auch schon in Empfang nehmen. So schaut das Ganze aus, wenn die Leiter vom Dach genommen wurde. Auch da geht es wieder Leiterfuß voraus und jetzt ist es noch eine Person mehr, die quasi in die falsche Richtung rennen könnte. Also umso wichtiger, dass ich wieder sage, wo es hingeht. Der hintere hier, der hat das Kommando. Auch die wird wieder einen Schritt vor der Anleiterstelle abgelegt. Und wie stecke ich das Ganze jetzt zusammen? Was jetzt schon mal entfällt, ist, dass der Truppmann wechseln muss. Das ist der Vorteil, wenn ich 2 Trupps wirklich nehme. Das läuft jetzt ohne, dass irgendjemand von vorne nach hinten rennen muss. Die stehen alle an ihrer Stelle. Es wird immer noch die oberen Leiterteile in den unteren eingesteckt. Ich greife immer noch an den Schnappschlössern und an der Leitersprosse. Also möglichst wenig umgreifen müssen. Jetzt ist es sogar in der Feuerwehrdienstvorschrift gezeigt, jetzt kann ich auch ein Leiterteil oben abnehmen. Im Endeffekt muss ich mich einfach ein Leiterteil nach oben bewegen und muss das an den Federsperrbolzen rausnehmen. Und dann schiebe ich das wieder gegen meinen Festpunkt oder gegen meine Füße und ich richte die Leiter wieder auf. Aufrichten tut es im Endeffekt der zweite Trupp und der Trupp, der im Endeffekt dann die Leiter benutzt, der steht am Fußpunkt. Ganz wichtig, ich habe es vorhin schon mal gesagt, in dem Moment, wo die Leiter steht, ist der zweite Trupp, der die Leiter gestellt hat, frei. Und in dem Moment muss der sich auch unbedingt wieder bei seinem Truppführer melden, weil in dem Moment, wo ich einen Gebäudebrand habe und eine Leiter zum Einsatz bringe, dann wird es weitere Aufgaben geben. Und das ist wichtig, dass die dann nicht da stehen bleiben, sondern die müssen weiter schaffen. Einmal tief Luft holen. Es geht weiter mit der Steckleiter. Wir haben vorhin gesagt, der große Vorteil von der Steckleiter ist, dass ich die auch auf wirklich engem Raum aufbauen kann. Und das ist genau das, was jetzt die Feuerwehrdienstvorschrift auch wirklich in Bildern zeigt. Wie funktioniert das Ganze? Früher haben wir das Ganze genannt Verlängern durch Untersetzen. Jetzt heißt das Ganze offiziell Vornahme durch Einstecken am Leiterfuß. Ist immer noch das Gleiche, ist auch das gleiche Vorgehen. Wichtig ist, als erstes werden wieder alle Steckleiterteile möglichst nahe zur Anleiterstelle gebracht und dort werden sie dann, da wo ich quasi nicht mehr weiterkomme, auseinandergenommen.
Wie fange ich dann an? Das erste Leiterteil, das muss ein B-Teil sein. Das heißt, da muss ich unten einstecken können. Das wird jetzt von dem Trupp möglichst weit nach oben gehoben und auch hier greifen die wieder an den Schnappschlössern. Und dann muss ich möglichst schräg ans Objekt gehen, je nachdem wie viel Platz habe, weil das Ziel ist nämlich, dass jetzt das nächste Leiterteil von unten eingeschoben wird. Und je schräger ich jetzt bin, desto leichter tue ich mir da im Endeffekt. Und wenn der Trupp die jetzt an den Schnappschlössern hat, dann ist das relativ einfach zu halten und auch relativ einfach dann zu verrasten. Was da jetzt natürlich wichtig ist, mal ein kleiner praktischer Hinweis, blöd ist, wenn der eine 2,10 Meter groß ist und der andere 1,50 Meter, dann wird es ziemlich schwierig. Also man soll schon grob gleich groß sein, da sollte man davor drauf achten. Wir haben uns das mal live angeguckt, war ein Heidenspektakel, dann wird es tatsächlich nicht ganz so einfach. Gut, wenn jetzt das nächste Steckleiterteil eingeschoben ist, dann geht es einfach weiter, es wird nach oben geschoben und dann wird wieder das nächste Teil von unten eingeschoben. Und das letzte benötigte Teil muss dann natürlich ein A-Teil sein oder eben ein B-Teil mit dem entsprechenden A-Einsatz. Und dann kann ich die Leiter besteigen. Und ihr seht, wie wenig Platz die Jungs und Mädels da im Endeffekt brauchen. Das ist tatsächlich ein sehr großer Vorteil von der Steckleiter. Das Ganze geht auch andersrum. Ich kann nicht nur auf engem Raum nach oben gehen, sondern ich kann auch in die Tiefe gehen. Meines Wissens nach, ich bilde mir ein, das war in der alten Feuerwehrdienstvorschrift nicht mit drin, da ist es jetzt mit drin. Es wird auch wieder alle Steckleiterteile möglichst nahe zur Anleiterstelle gebracht und ich nehme sie auseinander. Und dann wird das A-Teil, in dem Fall, das wird ja auf dem Boden stehen, das muss jetzt das A-Teil sein, nach unten gelassen und an der dritten Sprosse festgehalten, mit jeweils einer Hand. Dann kommt wieder meine dritte Person bzw. mein anderer Trupp und steckt quasi das nächste Leiterteil von oben auf. Und die Sperrschlösser werden im Endeffekt verrastet. Und dann wird das Ganze nach unten gelassen, bis wir den Boden erreicht haben. Gut. Ist auf jeden Fall interessant zu sehen. Auch die Möglichkeit habe ich. Was dabei auch noch ein wichtiger Hinweis in der Feuerwehrdienstvorschrift ist, die stehen jetzt wunderbar an einem Geländer, da ist das kein Thema. Wenn ich jetzt an irgendeinem Abgrund, an irgendeinem Schacht stehe, muss ich natürlich auch aufpassen, dass ich mich selbst gegen Absturz sichere. Und was ich bis jetzt in allen Fällen weggelassen habe, möchte ich einmal sagen, man sollte eine tragbare Leiter auch immer koordiniert zurücknehmen. Gerade wenn es eine Schiebleiter ist oder eine vierteilige Steckleiter, das ist auch äußerst unangenehm, wenn die dann zu zweit und völlig unkontrolliert abgebaut wird. Also tut euch den Gefallen, macht das Ganze genau rückgängig, nehmt das gleiche Personal dazu und baut die auch ordentlich wieder ab. Dann sieht es erstens sehr viel schöner aus und ist sehr schön für die Öffentlichkeit anzusehen, sage ich jetzt mal. Und zweitens, ich tue mir dabei auch einfach nicht weh. Dann gibt es auch noch zwei Einsatzgrundsätze für die Steckleiter. Nämlich zum einen, es dürfen maximal 4 Steckleiterteile miteinander verbunden werden. Jede Feuerwehr, habe ich gesagt, hat so eine Steckleiter. Ich kann jetzt nicht beliebig viele zusammenstecken, sondern maximal 4. Und ich muss unten immer das A-Teil verwenden oder ein B-Teil mit Einsteckteil. Ansonsten werde ich nämlich schon quasi am Besteigen der Leiter ganz unten scheitern. Und ganz wichtig, der Hinweis, die Steckleiter darf natürlich auch als Hilfsmittel genutzt werden. Und da sind der Fantasie wenig Grenzen gesetzt. Beachten dabei immer nur, dass die Belastungsgrenzen ja entweder nicht überschritten werden oder wenn sie doch mal überschritten werden, wenn es um die Rettung von Menschenleben oder die Gesundheit von Menschenleben ist, kann ich mir das durchaus auch mal erlauben. Dann muss ich sie eben aus dem Verkehr ziehen. Haken an die Steckleiter. Jetzt kommt die Schiebleiter. Das ist jetzt schon etwas, ich sag mal, mehr Besonderes. Die dreiteilige Schieblader ist nach Norm auf, ich sage jetzt mal, größeren Löschfahrzeugen verladen. LF20, HLF20 nach der aktuellen Norm. Und die dreiteilige Schiebleiter nehme ich definitiv durch zwei Trupps vor. Nicht mehr und auch nicht weniger. Also das funktioniert mit drei Leuten nicht. Es funktioniert aber definitiv mit zwei Trupps. Und erfahrungsgemäß, wenn ich das mit mehr Personal mache, dann wird es eher schwieriger wieder. Deswegen haltet euch an dieses Vorgehen. Auch in dem Fall unterstützt der Maschinist wieder bei der Entnahme. Das sieht jetzt ganz genauso aus wie bei der Steckleiter zuvor. Und die Schiebleiter,
Die hat jetzt ein ganz ordentliches Gewicht. Die wiegt nämlich in der Alu-Ausfertigung mindestens 75 Kilo. Deswegen steht hier schon drin, dass die am ausgestreckten Arm an den Sprossen zu tragen ist, auch wieder Leiterfuß voraus. Und der steigende Trupp und der, der das Kommando hat, steht auch diesmal wieder hinten und ist der Truppführer hier an der Stelle. Dann ist auch bei der Schiebleiter wichtig, wo ich die im Endeffekt ablege. Wenn ich ins erste OG will, muss ich nämlich 1,5 Meter vom Gebäudeabstand halten. Beim zweiten OG 3 Meter, also quasi je höher ich komme, pro Obergeschoss 1,5 Meter mehr vom Gebäude weg, damit ich die im Nachhinein dann auch angelegt bekomme, weil die kriege ich nämlich nicht mehr so einfach gehandelt wie eine Steckleiter, wie das vorhin war. Da kann ich die nämlich unten einfach wegziehen, das funktioniert bei der Schiebleiter dann nicht mehr. Wie wird die jetzt aufgebaut? Es geht damit los, die liegt auf dem Boden und der Trupp 2 hier hinten, der löst jetzt erstmal die Stützstangen. Die sind in der Regel mit Lederriemen oder mit irgendwelchen Gurten hier unten festgemacht. Die werden zuerst gelöst und dann wird die gemeinsam aufgestellt. Wie gesagt, die hat ein ordentliches Gewicht. Der Trupp 2 sichert den Leiterfuß an der unteren Querstange und dann der Trupp 1 schiebt im Endeffekt, der Trupp 2 unterstützt durch Ziehen an den Stützstangen und die Leiter soll dann relativ steil stehen. Nämlich, weil die Leiter im steilen Zustand ausgezogen werden soll, quasi dann frei steht und erst im letzten Schritt wird die angelegt. Also nicht zu flach, weil ansonsten stoßt ihr im Endeffekt gegen das Gebäude und dann wird es schon wieder schwierig. Im nächsten Schritt wird die Schiebleiter dann ausgezogen. Wie funktioniert das? Das macht nicht der Truppführer. Der Truppführer hat nämlich die Aufgabe, das Ganze zu überwachen und zu koordinieren. Das hier ist der Truppführer. Und der Truppmann, der zieht im Endeffekt die Leiter an der Leine aus. Ganz wichtig ist auch, dass der Trupp 2 immer an diesen Stützstangen stehen bleibt. Und der bleibt da so lange stehen, bis die Leiter wieder abgebaut wird, beziehungsweise einfach nicht mehr benutzt wird. Also wenn jemand die Leiter besteigt, steht hier auf jeden Fall 2 Personen, ein kompletter Trupp und sichert die Leiter. Zusätzlich zu dem Führer oder Mann, der auch weiterhin sichern muss. Gut, dann wird die Leiter ausgezogen und das ist das charakteristische Rattern von einer Schiebleiter. Das sind die sogenannten Fallhaken. Die sichern quasi dann die Leiter auf jeder Sprosse und dass die quasi nicht zusammenfährt. Wenn ich die Leiter dann zusammenfahren will, muss ich einfach einmal ziehen und diese Fallhaken im Endeffekt einklappen lassen und dann saust mir die Leiter, wenn ich sie nicht halte, nach unten. Also deswegen immer darauf achten, dass diese Fallhaken tatsächlich aufsetzen. Und im letzten Schritt wird das Zugseil dann mit einem Mastwurf und einem Spierenstich an der Leiter gesichert. Das ist immer ein ganz schwieriges Thema, da habe ich nämlich einen riesen Leinenwirrwarr, auch das will geübt sein, übt es einfach. Im nächsten Schritt wird die Leiter dann angelegt. Wie mache ich das Ganze? Im Endeffekt werden die Stützstangen seitlich versetzt, also im Endeffekt geht der Trupp 2 konstant gleichmäßig einen Schritt nach rechts bzw. nach links und nimmt die Stützstangen mit. Die zwei müssen da wirklich aufeinander gucken, weil ansonsten wird es ziemlich schnell krumm und schief und koordiniert wird das Ganze wieder durch den Truppführer Trupp 1. Wir haben vorhin schon gesagt, Leitern, insbesondere die Schiebleiter, das ist wirklich die Königsdisziplin für einen Truppführer. Ziel ist es, dass die Stützstangen dann locker auf dem Boden stehen, das heißt, die sollen nicht die Leiter halten, sondern sie verhindern ein Durchbiegen der Leiter und ein zeitliches Verschieben. Habe ich gerade schon gesagt, der Trupp 2 bleibt da stehen. So, und weil das jetzt wieder sehr trocken war, noch ein lustiges Video. Schaut es euch an, absolut konform mit dem, was ich euch gerade erzählt habe. So funktioniert es bei euch in Kürze. Na Leute, passt doch. Alle Anforderungen der UVV gehalten und ich würde sagen, wir waren schnell genug. Gut, die vorletzte Leiter. Und jetzt habe ich eine richtig gute Nachricht. Das ist die Hakenleiter. Dazu gibt es genau einen Satz. Diese Leiter wird bei uns nicht eingesetzt. Erstens mal, wir haben überhaupt gar keine Hakenleiter. Auf der anderen Seite, wir hätten eine, die wir als Hakenleiter einsetzen könnten. Die wird aber bei uns nicht eingesetzt. Wie gesagt, der Einsatzgrenze ist die Gebäudehöhe. Im Endeffekt hake ich mich immer ein,
Das ist definitiv eine zu heiße Nummer. Früher gab es dazu immer die Aussage, dass die Hakenleiter nur bei Berufsfeuerwehren eingesetzt wird. Um ehrlich zu sein, ich weiß nicht, ob es diese Aussage noch gibt. Was ich euch sagen kann, bei uns wird sie nicht genommen. Und dann kommt ganz zum Schluss die Multifunktionsleiter. Ich kann mich an eine Ausbildung am Rettungszug erinnern. Da haben wir vom KBI damals gesagt bekommen, ja, die Multifunktionsleitern, die sind jetzt auf allen Rüstwägen drauf, aber im Endeffekt weiß keiner, was er mit denen anzufangen hat. Darauf hat man reagiert. Die Multifunktionsleitern sind jetzt in die FWDV aufgenommen worden. Tatsächlich kann ich damit ziemlich viel machen. Allerdings sind die definitiv kein Mittel, was zuerst an der Einsatzstelle eintrifft. Wie gesagt, die sind auf Rüstwagen drauf, was bei einem Brandeinsatz, wo man sie sehr oft braucht, eher überhaupt nicht der Fall ist. Wie schaut so eine Multifunktionsleiter aus? Sie besteht erstmal aus zwei Leiterteilen, die mit einem Scharnier miteinander verbunden sind und mit einem Aufsteckteil. So schaut das Ganze aus, im Endeffekt zusammengeklappt. So ist es auch bei uns auf dem Rüstwagen verladen. Ich habe hier vorne die Federsperrbolzen, die heißen jetzt tatsächlich Federsperrbolzen. Und auf der anderen Seite die Scharnierverschlüsse, sehen wir gleich noch, für was wir die brauchen können. Und dann habe ich dieses Aufsteckteil, das ist im Endeffekt hier unten aufgesteckt und das ist mit Abhebesicherung und zwar mit 4 Stück davon versehen. Das sehen wir nachher auch noch, wenn man sieht, wie man sie zusammenbaut. Also so sieht das Ding erstmal aus. Dann noch der Hinweis, 2 Multifunktionsleitern lassen sich auch miteinander verbinden über eben diese Federbolzen. Wichtig ist dabei, dass die mindestens um 3 Sprossen überlappen. Die Frage ist nur, wo bekomme ich 2 Multifunktionsleitern her? Da brauche ich auf jeden Fall mal 2 Rüstwägen. Ich weiß nicht, ob es bei uns im Bereich noch auf irgendwelchen anderen Fahrzeugen verladen ist. Bei uns auf jeden Fall nicht. Warum heißt das Ding Multifunktionsleiter? Naja, es ist offensichtlich multifunktional. Ich kann das Ganze als Stehleiter ohne und mit Aufsteckteil verwenden. Das heißt im Endeffekt, kann ich das auch verwenden, um dann irgendwelche Zäune und so weiter zu überwinden, um meine Schläuche da drauf aufzulegen, so wie wir es schon oft bei den Steckleitern gesehen und geübt haben. Ich kann das natürlich auch einfach als Anlegeleiter auch wieder mit und ohne Aufsteckteil verwenden. Wie ich gerade gesagt habe, die lange Anlegeleiter, wenn ich das Ganze mit 2 Multifunktionsleitern mache, dann kann ich das Ganze als Einhängeleiter verwenden. Das ist dann im Endeffekt eine Hakenleiter. Wie gesagt, das tun wir nicht. Dachleiter und ich kann sie natürlich als Hilfsgerät, also für alles andere verwenden. Jetzt ist in der Feuerwehrdienstvorschrift tatsächlich beschrieben, wie das Ganze zu machen ist. Im Endeffekt ist es gar nicht so unterschiedlich zur Steckleiter. Da gibt es jetzt überhaupt nicht die Variante, dass man das mit 2 Trupps macht, sondern es wird immer von 3 Feuerwehrlern geredet. Auch da wird wieder der Leiterfuß vorausgetragen. Die Leiter wird an den Sprossen getragen und die Federsperrbolzen vorne oben. Das ist vielleicht der wichtige Hinweis, damit es nachher auch funktioniert. Auch wieder einen Schritt vor der Anlegestelle ablegen. Und der große Unterschied ist jetzt, ich muss die als erstes mal auseinanderklappen. Und auch das ist wieder gesagt, wie man das macht. Der Melder öffnet die Federbolzen am Leiterfuß, das heißt, es ist hier quasi an den Federbolzen arretiert und dann wird die aufgeklappt. Natürlich erst, nachdem hier vorne die Scharnierverschlüsse geöffnet sind. Diese Scharnierverschlüsse sieht man jetzt hier. Das sind im Endeffekt Bolzen, die durch die Leitern durchgesteckt werden. Das heißt, die muss ich einmal aufmachen und danach muss ich die wieder arretieren, damit die Leiter quasi in ihrer ausgestreckten Lage bleibt. Ah, mal eins zurück. Und an der Stelle seht ihr jetzt übrigens auch das Aufsteckteil. Hier ist das im Endeffekt mit auf der Leiter. Wenn ich jetzt dieses Aufsteckteil verwenden möchte, dann entnimmt es der Melder und steckt es erstmal, falls es nicht benötigt, weg damit, schlicht und einfach, wie bei dem 4. Leiterteil zum Beispiel, auch bei der Steckleiter. Und wenn es benötigt wird, hebt der Trupp 1 die Leiter an und der Melder steckt das Aufsteckteil in der gewünschten Höhe auf. So schaut das Ganze dann aus und hier seht ihr im Endeffekt auch die Haken, wo ich das Ganze als Einhakeleiter verwenden könnte. Aufrichten funktioniert ganz genauso wie bei der Steckleiter. So, dann gibt es noch die letzte Variante mit den 2 Multifunktionsleitern und weil das heute wirklich genug war und wir schlicht und einfach keine 2 haben,
dürft ihr euch das gerne selbst in der FEDV 10 angucken. Das lassen wir heute weg, ist für uns, denke ich, absolut irrelevant. Mal ganz davon abgesehen, wir haben die schnelle und einfache Variante mit der vierteiligen Steckleiter. Mit der komme ich auch im Endeffekt ins zweite Obergeschoss. Gut, das war's schon. Ich würde sagen, wir schauen mal auf die Uhr. Genau eine Stunde. Perfekt, das war das Maximum, was wir an so einem trockenen Stoff machen können. Ja, was war dabei wichtig? Wir wollten euch einfach mal zeigen, das, was wir euch sonst immer im praktischen Teil erzählen, das denken wir uns nicht selbst aus, sondern das ist tatsächlich irgendwo so geregelt und das macht aus meiner Sicht auch Sinn, dass das so geregelt ist. Wenn wir das beherrschen, dann sind wir einfach wesentlich schneller und meine Botschaft ist nochmal, das mag uns selten passieren, aber in dem Moment, wo wir eine Leiter wirklich in einer kritischen Situation brauchen, dann muss das sitzen und dann muss das wirklich bei jedem sitzen und ich kann es euch ans Herzen legen, übt das Ganze, gerade auch auf den Ortschaften. Wir bei uns machen es ziemlich intensiv, würde ich mal sagen, weil ich das ganz gerne mache, muss ich auch ehrlich sagen. Ja, ist aber auch ein spannendes Thema, von daher, da kann man auch mal gucken, was man kann und das Ganze auf Schnelligkeit üben. Gut, dann wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen Abend. Ich hoffe, wir haben euch nicht abgeschreckt und ich hoffe inständig, wir sehen uns dann bei der praktischen Ausbildung. Wie gesagt, werden wir da nochmal informieren. Dankeschön, macht's gut zusammen.